Nino de Angelo, zurück zur Ex, sie verdreht ihm den Kopf. Nino de Angelo ist kein Kind von Traurigkeit. Das bewies der Schlagerstar nun erneut. Nachdem er die Hochzeit erst abgesagt hatte, will Nino de Angelo nun doch seine Freundin Simone Lux heiraten. Doch das Liebesglück ist in Gefahr, denn der Sänger trifft sich auffallend oft mit René Gorgoglione auf Mallorca. Was läuft da mit der Ex-Frau? Nino de Angelo, was läuft mit seiner Ex? Nino de Angelo wollte Simone schon einmal heiraten, doch im Dezember 2021 fiel die Hochzeit flach, er hat lieber hemmungslos ins Glas geschaut. Noch im Mai sagte er, dass er kein fünftes Ja-Wort mehr brauche. Jetzt der Sinneswandel. Nino de Angelo will seine Simone im Dezember in Las Vegas ehelichen, an seinem 60. Geburtstag. Merkwürdig. In letzter Zeit ist er häufig auf Malle. Seine verflossene René, mit der er bis 2007 verheiratet war, hat dort eine Kneipe. Und mit der feiert er gerne. Musste der Sänger etwa Simone besänftigen mit dem Versprechen, dass er sie als Zeichen seiner Liebe jetzt doch heiratet? Doch Vorsicht Simone, denn Hochzeiten in Las Vegas sind in Deutschland erst gültig, wenn man die Papiere hier umschreiben lässt.